Mit 50 Jahren bekam der Tennislehrer Johann Salzwimmer aus Großramming in Oberösterreich die Diagnose gestellt Morbus Parkinson. Und von da an versuchte er alles Erdenkliche, um nicht seine Beweglichkeit zu verlieren. Und dabei gelang ihm durch Zufall eine Erfindung, von der heute nicht nur er profitiert. Und jetzt gehe ich rein, jetzt schüttet's. Kommen Sie, Herr Pfarrer. Bewegung ist für Johann Salzwimmer lebenswichtig. Regelmäßig geht er deswegen spazieren. Heute gemeinsam mit Wolfgang Zürol, einem seiner besten Freunde und Unterstützer. Und mit Johann Salzwimmers Erfindung, den Smoothies. Zwei grünen Ringen, die aus der Not entstanden sind. Denn Johann Salzwimmer hat seit 13 Jahren Parkinson und seine Beweglichkeit nahm anfänglich horrende ab. Und für mich war das Problem, ich habe Tennis gespielt und habe auf einmal nicht mehr Tennis spielen können. Wo ich mir denke, ich muss ein Gerät entwickeln, das meine Bewegung unterstützt, das Schwingen unterstützt. Johann Salzwimmer war verzweifelt. Der sportliche Mann verlor fast alles, nur nicht seinen Erfindergeist. Mit dem Schwingen von zwei Tennisschlägern versuchte er gegen die Auswirkungen der Krankheit anzukämpfen. In der Früh bin ich mit den Schlägern spazieren gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt rennt der Depper, die ist angesoffen, immer dumm. Weil jetzt tut es schon, weil sie meist verjungen mit den Tennisschlägern. Aber mir hat das unwahrscheinlich viel gebracht. Wochen und Monate vergingen und Johann Salzwimmer tüftelte weiter. Dann kam ihm erneut der Zufall zu Hilfe. Als er seinen Freunden von seiner Erfindung erzählte, erkannten sie, welches Potenzial in dem Gerät steckt. Als ich dieses Gerät in die Hand genommen habe, da habe ich innerlich eine sehr große Kraft verspürt und auch eine Kraft, die gesagt hat, Hans, ich möchte dir unbedingt helfen, aus meinen Erfahrungen heraus, aus dieser Erfindung tatsächlich ein Produkt zu machen. Und wenn man von Produkt spricht, dann spricht man natürlich von Produktion bis hin zum Vertrieb und Marketing, vom Patentieren und. Und uns war damals selbst nicht bewusst, wie viel Kraft es bedeutet, eine Erfindung zu einem Produkt zu machen. Es ist uns aber tatsächlich gelungen, innerhalb von 12 Monaten tatsächlich das herzustellen, von dieser Integrationswerkstätte bis hin zum fertigen Produkt. 9 Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung fertigen in der Integrationswerkstätte in Weiher seit 3 Jahren nun den Smoothie von Hand. Inzwischen 15.000 Stück pro Jahr. In dem grünen Kunststoffschlauch befinden sich 4 Stahlkugeln, die bei Bewegung mit einer besonderen Frequenz anfangen zu schwingen. Das ist die entscheidende Wirkung. Und auch die Farbe ist kein Zufall. Grün steht für Harmonie und Gleichgewicht. Der Name soll Freude vermitteln. Swing, Move and Smile. Schwingen, bewegen und lächeln. Das tun auch die Bewohner im Seniorenwohnheim am Mühlengrund in Wien regelmäßig. Wöchentlich kommt Johann Salzwimmers Erfindung hier zum Einsatz. Ich war sehr skeptisch am Anfang. Bei uns kommen ja sehr viele Leute mit ihren tollen Sportgeräten und wollen uns etwas zeigen. Und ich habe selbst als Jugendliche sehr viel Sport gemacht und habe mir gedacht, also ich schaue mir das einmal an und war dann aber nach kurzer Zeit wirklich total davon überzeugt. Und man kann Sachen bewirken, die ich mit anderen Geräten niemals bewirken könnte. Und so werden auch die Senioren nicht müde, die grünen Ringe zu schwingen. Ich sage Ihnen, ich bin ganz süchtig danach. Man spürt, dass einem das gut tut. Ne? Das spürt man schon. Auch die Vibrationen der Kugeln sollen sich günstig auf die Gesundheit auswirken. Ein Erfolg, mit dem auch der Erfinder selbst nie gerechnet hätte. Und Wechsel! Das ist natürlich das Tolle an der ganzen Geschichte. Nicht nur, dass es mir hilft, sondern dass ich sehr viel damit helfen kann. Und dann natürlich in der Integrationswerkstätte. Das ist auch nur eine tolle Geschichte. Also das ist eine Sache, die unbegreiflich ist, was das für Wirkung hat. So hat Johann Salzwimmer etwas erfunden, das geradezu ein Sozialprojekt geworden ist, allem Hohn zum Trotz. Ich bin also ein Tennisspieler und habe immer gesagt, also einen Brief gibt man auf, aber ein Tennismatch gibt man nicht auf. Und mein Leben gebe ich auch nicht auf. Und meine Lebensqualität will ich damit verbessern. Mir geht es nicht um das, ich habe gewusst, ich kann nicht mehr gesund werden. Das ist schon klar. Aber meine Lebensqualität kann ich erholen. Und wenn ich das nur für 3 mal 4 Stunden am Tag habe. Aber ich habe 3 Stunden, so wie jetzt. Ich danke dem Herrgott, dass ich jetzt noch mit euch sprechen kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Lebensqualität, die Johann Salzwimmer sich selbst zu verdanken hat und dem Glauben an 2 grüne Ringe, die inzwischen in 15 Ländern Menschen zum Schwingen bewegen und hoffentlich auch zum Lächeln bringen.
großartige Erfindung von einem großartigen Mann, der mit seinem Schicksal umzugehen weiß.